Bandai Namco Games. Namco. Bugbear Entertainment. Namco. Bugbear. Präsentieren. To race without restraint. Your own course to compete on your own ground and to dominate the territory of others. Witchracer Unbounded. Ja, hey Leute, und damit herzlich willkommen zu dem neuen Game Test. Ja, wir drücken hier einfach mal Enter und haben schon gesehen, welches Spiel wir spielen. Und zwar Witchracer Unbounded. Ja, das ist ein Rennspiel der anderen Klasse. Und zwar, wie wir auch gerade schon gesehen haben, man soll, ich habe selber noch nie gespielt, ich bin ja auch gerade zum ersten Mal drin, nur so zur Info. Man soll alle möglichen Sachen zerstören können, also sehr viel auf jeden Fall. Und ja, wir genießen dieses Spiel in der höchsten Grafikeinstellung, wo ich auch froh bin, dass mein PC das überhaupt schafft, weil sonst kommt so ein Spiel einfach nicht so gut rüber, wie es ist. Ja, wir spielen die Demo, da nur Game Test Video, wenn ich jetzt merke, ich will es Let's Playen, kaufe ich es mir. Ja, wir haben hier Dominiere Shatter Bay, Vorschau auf den Editor und ja, Spiel beenden wollen wir jetzt noch nicht. Ich glaube, wir fangen einfach mal oben an. Die Einstellungen der Steuerung konnte ich noch nicht einstellen bisher. Vielleicht kommt noch was, wenn nicht, schätze ich mal mit den Pfeiltasten, dann lasse ich das Pad jetzt einfach mal hier liegen. Ist ja eh erst die Demo. Okay, also los. Gut, hier haben wir jetzt den Shatter Bay. Die sind wohl noch alle gesperrt. Ja, scheinen die zu sein. Wir haben hier einmal die Tower Heights, Williams Way, Upper West Side, City Limits, Lower East Side, Ghost Bay, Old Town, Shatterport und City Center. Gut. Dann würde ich mal sagen, machen wir das, was wir freigeschaltet haben, und zwar City Limits. Die Unbounded Dominations Rennen. Stadtabriss. Okay, wir machen mal das obere. Gewinne ein Rennen mit 2 Runden gegen 11 Gegner. Sammle Power, um andere Fahrer und Stadtziele zu zerstören. Rase und randaliere zum Ruhm. Okay. Mehr Autos scheinen wir hier in der Demo nicht zu haben. Tempo 1, Beschleunigung 2, Handling 4, Robustheit 3 und Drift 5. Okay. Farbe. Okay, auf jeden Fall sehr geile Grafik, merke ich. Ich mach mal dieses schöne Dunkelrot. Ich glaube, das da unten lese ich nicht vor. Ich weiß nicht, bei manchen Spielen ist das dann zu schnell weg. Naja, könnt ihr euch ja durchlesen. Ja, weg ist es schon. Ja, also ich wäre dir sehr dankbar, wenn es jetzt losgeht. Ach so, oh. Hehe. Bereit machen, ich bin bereit. Gut, Steuerung habe ich richtig gedacht. Okay, Leertaste scheint Handbremse zu sein.
Okay, geile Steuerung. Ja, man scheint hier echt sehr viel zu schlimm. Geile Steuerung, merke ich gerade. Ups. Echt nice, die Steuerung. Echt geil. Also das könnt ihr jetzt nicht merken, weil ihr nicht spielt, aber wow. Was macht er? Ich will wissen, wie das geht. Leertaste nicht, das kann ich bremsen. Auf Enter? Nein. Egal, das erste Rennen werden wir so fahren. Ah, ich will wissen, wie das geht. Oder ist das, wenn man irgendwie im Windschatten ist? Weiß ich nicht. Hm. Kann ich denn auch meine... Oh, Gegner zerstören? Das schätze ich ja mal. Aber möchte ich jetzt gar nicht unbedingt austesten. Okay, auf jeden Fall fängt es sehr actionreich an. Boah. Boah, ich will schon ausweichen, weil ich sonst ja oftmals Need for Speed spiele. Explosion, Sprengstoff. Okay, da fahren wir nicht durch. Okay, man kann eindeutig auch Autoschaden bekommen. Ich merke das schon. Oh, das hätten wir zerstören können. Ach so, ich muss mich erstmal einfinden in das Spiel. Ihr merkt das. Eine Sekunde zurück, verstehe ich nicht. Ach so, hinterm ersten? Nee. Ach, weiß ich nicht. Ich fahre einfach mal hier fröhlich durch die Stadt und zerstöre alles Mögliche. Da, zerstören. Mach ich. Bam. Hä? Dein Fahrzeug ist gecrashed? Ach toll, da kann man sich zerstören, oder was? Willst du mich verarschen? Doch nicht dein Ernst. Explosion. Ich mache das einfach mal, nur um zu gucken, ob ich sterbe. Ja. Ich bin wohl nicht richtig gegengefahren. Egal. Position 12 von 12. So gut bin ich. Da, der Power. Aber wie mache ich den? Ich drücke gerade alle Tasten auf der Tastatur. Wo auch sonst. Ja, ich habe keine Ahnung. Oh, hui. Okay, der driftet wirklich ziemlich stark. Ach. Ich weiß, dass ich gecrashed bin. Okay. Also die Steuerung an sich ist ziemlich gechillt, aber das Spiel an sich scheint ziemlich schwer zu sein. Ah, hier sind zwei Leute. Oh, oh, ich sollte öfters die Handbremse benutzen. Komm, ich will nicht als Letzter ins Ziel. Komm schon. Ach so, den kann man bestimmt irgendwie mit Power oder so, was da unten ist, zerstören, wenn man da so schnell gegenfährt. Das ist ja eine Art Nitro, schätze ich mal. Drücke Steuerung. Oh! Yeah! Okay. Wissen wir das auch schon mal? Boah, ist das episch, Alter. Ich habe echt Bock auf das Spiel. Soll ich nicht kaufen? Ich werde mal sehen. Wo lang? Okay, es gibt keine Minimap. Das heißt, man muss sich selber ein Bild von der Strecke machen. Hm. Wie lang geht denn die letzte Runde? Okay, mit Leertaste ist es schon besser. Hier nach rechts. Okay. Ah, okay, mit diesem Power, da ist man schon ein bisschen leichter, ein bisschen weiter vorne. Wenn einem nicht dann sowas passiert, ich will jetzt schnell resettet werden. Komm schon, ich bin nicht als 12. hier. Ah, wir sind noch 10. gleiche Stelle wie beim Crash. Okay. Okay, Taste zurück, also nach unten ist aufbremsen. War ja eigentlich klar, dann versuchen wir damit mal um die Kurve zu dürfen beim nächsten Mal. Okay, erstes Rennen absolviert, aber nicht wirklich gut. Event nicht bestanden. Ja. Was soll ich sagen? 10. mit 0 Sternen erzielte Bonus. Plus 0 vernichtet. 0 Kontrollschaden gering. Ziele 0 von 8. Belohnungen 1 von 40. Das sind doch mal geile Stats. Ja. Weiter. Dein Highscore 740. Rang freigeschaltet. Frischfleisch 1. Max Level erreicht. Ja, ist ja die Demo. Weiter. Oh, ich hätte X drücken können für erneut versuchen. Wir versuchen es auch direkt nochmal erneut. Also so und schön rot. Und dann noch einmal. Gut. Skrillex läuft hier. Geile Mucke bei dem Spiel. Ich bin absoluter Skrillex-Fan für die Leute, die es nicht wissen. Oh, hört man auch schon raus.
absoluter Skrillex-Fan, für die Leute, die es nicht wissen. Von daher großer Pluspunkt für mich in diesem Spiel. Oh mein Gott, ist das ein krasses Spiel. Und ich komme... Yeah! Okay, diesmal haben wir wohl einen zerstört. Ja, hallo, geht's mal weiter? Ich will mein Auto sehen. Nicht, dass ich irgendwo gegenfahre. Okay, epische, wie heißt es? Crash-Camps. Gibt... Okay, wir sind Dritter. Ich sollte öfters Sachen zerstören. Hier so mal ein bisschen so bumm, zack, zack, bumm. Und dann... Oh, fast crashen. Kann ich hier auch? So, bam. Ist natürlich fernab aller Realität, aber... Richtig geil, hier einfach mal alles zerstören zu können. Besonders für einen wie mich, der an Rennspiele meistens nur Need for Speed spielt. Und da, ich meine, da kannst du ein paar Laternen wegcrashen, aber sonst auch nicht. Need for Speed ist zwar um einiges realistischer als das hier, aber das hier macht auch mega viel Fun. Bäm, vernichtet. Sind die komplett vernichtet oder, also sind die raus aus dem Rennen oder werden die resettet? Also so wie das hier aussieht, sind die raus. Ich weiß das nicht. Oh, nein. Ich habe wieder vergessen, hier die andere Bremse zu benutzen. Tut mir leid, aber wir sind Zweiter, wir sind Zweiter. Aber ich weiß nicht, in welcher Runde wir sind. Das steht hier nirgendwo. Ist auch mal schön. Kompletter Screen frei bis auf Position. Bei manch anderen Spielen hast du die Minimap, die Position, die Rundenzahl, Nitro, Anzeige, alles Mögliche. Ist ja auch mal schön so. Also hier brauchst du echt auf nichts achten, wo du, dass du irgendwie stirbst oder so, fährst du einfach kaputt. Hier so, bam. Das hier wohl eher nicht. Oh. Wir sind Erster. Jetzt nicht mehr. Ey, du wurdest vernichtet. Bin ich jetzt raus oder resettet? Ah, okay. Finde ich gut, dass man resettet wird, sonst hätte man nämlich jetzt nochmal neu anfangen können und ich hoffe, das wird überhaupt was. Also leicht ist das Spiel kein bisschen. Kein bisschen. Er hat ihn vernichtet. Oh yeah. Ups. Bam. Fünfter. Ah, gut, das... Ach. Jetzt wollte mich schon wieder erschrecken, dass ich sterbe, aber... Boah, geil. Bei so einem Spiel freue ich mich auch drauf, das Thumbnail zu sein. Also bei allgemein bei Game-Test-Videos. Bei Let's Plays, da macht es zwar natürlich Spaß. Deswegen freut man sich ja schließlich auch auf die Thumbnails, dass man die endlich freigeschaltet kriegt. Aber bei Let's Plays machst du halt jeden Tag Minecraft, suchst ein Bild raus, designst ein bisschen und hoffst, dass es am Ende einigermaßen gut aussieht. Aber hier ist halt einzigartig sozusagen. Du machst ein einziges und dafür 10.000 Mal so geil und da freue ich mich immer drauf. Och nein. Wir müssen Erster sein, oder? Oh. Yes. Okay, wir müssen wohl Erster, Zweiter, Dritter oder so sein. Nice. Genau. Ein Stern, Zweiter werden zwei Sterne. Ja, gut. Jetzt sehen die Stats doch schon ein bisschen besser aus. Also weiter. Ja, der ist einigermaßen besser. Ridge Racer, Unbounded, City Limits, Stadtabriss. Gewinne ein Rennen mit 2 Runden gegen 11 Gegner. Vernichte deine Gegner mit Hilfe der Stadt. Explosive Ziele schalten in ihrem Umkreis unmittelbar alle Fahrer aus. Bin ich da nicht auch mit gemeint? Naja. Nice. Ein Hurricane CX. CX, was auch immer. Okay, wir scheinen nur die 4 Farben hier zu haben in der Demo. Ich nehme mal die gleiche Farbe wieder. Einfach nur, damit es abwechslungsreich ist. Haha. Voll abwechslungsreich. Ja, ich drück mal weiter, ne? Da sind wir. Ja, wir sind bereit. Okay, wo sind hier explosive Sachen? Ich schätze, boah, wie geil auch die Spiegelungen bei dem Spiel sind. Sieht man hier gerade sehr gut. In diesem Nachtrennen. Schuss Briefkasten. Ups.
Uiuiui. Komm, ich hätte auch gerade gern mal ein bisschen Power hier. Wow! Ach so, ich habe ihn vernichtet. Hab schon gedacht. Wo lang? Ach da, in eins von den beiden. Okay. Wo sind denn hier explosive Sachen? Vorhin waren da 1000 Stück. Und jetzt? Oder jagen die auch alle? Ja, die jagen die bestimmt mit alle in die Luft, aber trotzdem. Ich will auch mal ein paar übrig haben. Ich zerstöre hier mal ein paar Sachen, dann habe ich wieder Power. Ach, da war eins, glaube ich. Oh. Ich komme. Mist, den hätte ich vernichten können. Hui. Hui. Bams. Oh, bremsen. Oh, geil. Erster geworden. Ja. Wäre ich ja gar nicht drauf gekommen. Stirb, Statue. Bam. Wie geil das gibt. Ich kaufe mir das sowas von. Explosion. Power. Und BAM. Plus 1000 Punkte. Okay, das gibt auf jeden Fall eine ganze Menge Punkte. Vor allem, wenn man danach stirbt. Also dann bringt einem das sowas von viel. Okay, aber ich weiß nicht, wie weit die von mir weg sind. Ich weiß noch nicht, mit welcher Taste, wenn man dann überhaupt kann, nach hinten gucken kann. Letzte Runde. So viel weiß ich. Weil wenn ich nach hinten gucken könnte oder wüsste, wie es geht, dann wüsste ich, wo die sind. Aber ja, jetzt gerade habe ich es auch erfahren. Möchte schon mal als Erster ins Ziel, das wäre schon nice. Den Editor werden wir natürlich gleich auch nochmal besuchen, wie das so ist. Aber da scheint es ja noch nicht sehr viel zu geben. Ist ja auch erst eine Demo. Jetzt wieder hier lang. Ja, da hätte ich wieder, naja. Hui, ja. Yeah. Woohoo. Fuck it. Ah ja, das war gut. Das musste sein. Boah, die sind immer noch hinter mir. Dann habe ich wohl gerade mit meinem Powerschub hier ganz schön viel aufgeholt. Also die Spiegelungen sind schon echt realistisch gemacht. Also das ist echt mal ein Rennspiel der anderen Klasse. Jetzt fahren wir wieder hier durch, diesmal ohne Bremsen. Wer bremst, verliert, sag ich nur. Oh, oh, oh. Komm schon, noch einmal hier irgendwie Power oder so. Ich zerstöre hier nochmal ein paar Hütchen. So. Nee, hat nicht gereicht. Nicht wieder an der Stelle. Und jetzt überholt uns einer. Da kommt nämlich gleich das Ziel. Ah ne, uns hat noch keiner überholt. Ah. Oh, das wird auch keiner. Bam. Erster. Beendet. Rennergebnis. Endergebnis. Event dominiert. Oh yeah. Bam. Plus 15.000. Nice. Enter. Wow. Nice Score. Okay, hier scheinen wir in der Demo nichts weiter zu haben. Dann gehen wir mal kurz zurück. Oder, warte mal. Wenn wir hier draufklicken. Nee, dann macht er einfach gar nichts. Nicht, der zeigt nicht an, was man dafür machen muss. Ach so, F1, Option. Ah. Nice. Da kann man die Steuerung also einstellen. Anzeige. Ja, okay. Ja, ist jetzt egal. Vorschau auf den Editor. Basic Editor.
Ridge Racer Unbounded, der Editor. What? Ach so, das ist also nur die Vorschau. Ja, das wäre ja ein ziemlich kurzes Game-Test, wenn wir es jetzt beenden. Ich habe gedacht, da können wir jetzt kurz was testen, aber das sieht auf jeden Fall echt sehr geil aus, was man da alles machen kann. Werden wir sehen, falls ich mir das Spiel kaufe. Ich werde nochmal gucken. Und ja, vielleicht, damit das noch nicht vorbei ist jetzt, werde ich nochmal hier die Unbounded, werde ich nochmal versuchen, mit Erster abzuschließen. Damit wir jetzt nicht schon das Game-Test beendet haben, ist halt nur die Demo. Weiter. Okay, ich hoffe, ich kenne die Strecke noch einigermaßen. Da rechts war gerade wieder die Musikinfo. Da konnte ich aber jetzt auf die Rückleertaste zum Driften und Power aufladen. Oh, ja. Das kommt davon, wenn man liest und dabei nicht auf den Bildschirm guckt. Nö, Leertaste ist Handbremse, würde ich verarschen. Ich mache das so wie immer. Wie bisher immer. Bams. Okay, wir haben bald eh wieder unser Ding voll. Ein Balken noch. Ich fahr mal hier mit. Ach nee, das ist gar keine Rampe. Oh, die sah aus wie eine Rampe. Wäre ja geil gewesen, wenn ich das jetzt gefahren hätte. Ja, er schiebt sein Auto vor sich hin und weg. Mann, was will der denn? Bam, nach der Kurve hier. Wow. Und bam. Uha. Oh. Und bam. Bam. Okay, da erfahren wir ja doch noch ein bisschen was über das Spiel jetzt. Und zwar, dass man da... Okay. Gut, dass ich jetzt noch nicht das Game-Test beendet habe. Wow. Wow, wow, wow. Uah. Oh. Okay, wir sind Zweiter. Ah, gut. Lieber ein bisschen bremsen, als wie komplett zu verrecken. Ich hole mir hier mal kurz ein bisschen Power. Die geben so gut wie gar nichts. Da muss ich schon größere Sachen zerstören. Oh oh, letzte Runde und wir sind hier noch Vierter, das kann nicht sein, Dritter. Sieht ja schon besser aus. Wir würden es auf jeden Fall als Dritter beenden, aber ich will es ja dominieren dieses Mal. Beendet haben wir es ja schon. Ups. Wieso konnte man da nicht durch? Hä? Pisser. Der denn von mir Sechster, toll. Ich fände es schade, wenn der Game Test jetzt schon aus. Ich würde gerne noch ein paar Rennen fahren. Das Spiel macht mir sehr viel Spaß. Wow, bam! Nein! Genau davor hört der Power auf. Ah. Ach Mann. Wunder, dass die Brücke hier überhaupt noch steht. Links gar keine Pfeiler mehr. Ah, fahren wir mal hier lang. Kennen wir ein bisschen mehr von der Strecke. Lernen wir ein bisschen mehr von der Strecke kennen, wollte ich sagen. Ne? So, hier das zerstören, dann kann ich dann... Nee, ich will... Komm, ich will Power, ja. Yes! Was, habe ich mehrere auf einmal? Super Distanz, super Spins, guter Slam. Aha, aha, ich weiß genau, was du meinst. Wieder vernichtet. Ja, ist okay. Mein Gott, ey, was ein Spiel. Ui, oh, bum, bum, bum. Vierter sind wir. Kacke. Rennen ist gleich um. Ne, werden wir nicht schaffen. Ach so, jetzt erst? Ne, wollte schon sagen. Okay, wir sind Vierter. Ich versuche das jetzt nochmal. Und ich versuche dann auch noch mal ein bisschen mehr Sachen zu zerstören, dass wir die ersten zwei Missionen wenigstens wirklich komplett sehen im Game-Test-Video. Und damit das Game-Test-Video auch was länger geht. Aha.
15.000 ist ja nicht so schlecht, aber trotzdem. Nehmen wir jetzt mal eine andere Farbe und zwar... Nee. So. Einmal Silber, bitte. Da läuft wieder Skrillex. Ich hör's raus. Ich hör's doch. Gucken, ob mein... Yeah. Kill everybody. Ich bin dabei, everybody zu töten. Bam. Okay, ich brauche ganz schnell Power. Soweit ich weiß, kommt nämlich bald das erste, was ich zerstören kann. Ich muss mal ein paar verfolgen hier, weil davon kriegt man doch auch Power. Habe ich vorhin gesehen. Das muss ich den ganz nah auf die Pelle rücken. Okay, noch sind wir 10, aber wir hatten ja auch bisher noch keinen Power. Wir werden noch welche aufholen. Boah, wie hier die Autos durch die Gegend fliegen. Da. Verfolgung. Komm schon, ich will Power machen. Bevor das erste, was ich zerstören kann, kommt. Ja. Dann werden wir das nächste Teil, was wir zerstören können, auch mal zerstören. Oder da, Explosion. Nicht genau davor aufhören. Oh, ich könnte... Ja, noch ist es nicht verloren. Nicht hier. Hier können wir gut Punkte holen für Power. Ich zerstöre den ja, mach du's ruhig. Ja, ich habe da gar nichts gegen. Ich verfolge euch hier ein bisschen, dann kann ich nämlich wieder Power machen. Ja, genau, wenn wir dran vorbeifahren. Mache ich jetzt das Power mal nicht, bis wir beim nächsten Teil sind. Da. Bis wir kurz davor sind. Bam! 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 Oh, da wollte ich cool sein und den wegkicken. Dann. Und bitte hör nicht auf, bitte hör nicht auf, bitte hör nicht auf. Bam! South Metro ist geschrottet. Wollte ich nur mal so anmerken. Also, wer da nochmal hin will, ne? Boah! Yes! Gut, dass er nicht mich vernichtet hat. Hardcore. Ah, Mist, da war wieder was. Ich hoffe, wir finden noch eins, was wir noch nie gemacht haben. Und zerstören können. Ja, da. Und bam, bam. Ich fahre einfach mal die Treppe hoch, ne? Lol, wo sind wir jetzt? Wow. 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 Geil. Da ist der vierte. Haben wir ja ein paar aufgeholt gerade eben. Geh mal weg. Ah, und bam, bam. Dritter sind wir. Und wir haben schon wieder Power und bam! Wuhu! Der erste, der erste. Boah, wie schnell wir Power voll kriegen gerade, fällt mir mal auf. Ist da was zum Zerstören? Ich glaube, das ist hier was, oder? Ja. Zerstören wir mal das Kino, da will doch eh keiner mehr rein. Wow. Übel. Das gibt auf jeden Fall einen nice Score. Bitte nicht sterben. Also wenn wir jetzt noch als erster ins Ziel kommen, da vorne ist das Ziel übrigens, dann gibt das einen nice Score. Komm schon, ich will Power, ich will nicht, dass ihr mich jetzt noch überholt, das kenne ich, von Need for Speed. Ja, okay, jetzt will ich meinen Score sehen. Hm, 20.000, geschätzt. Erste Position, Event dominiert. Somit haben wir die Demo komplett durchgespielt. Ist ja mein Ziel vom Game Test Video. Und der Score ist... 20? Wow. 34.000. Nice. Gut. Ja, das war's mit dem Game-Test-Video zu Ridge Racer Unbounded. Was ich mir vielleicht kaufen werde und dann Let's Playen werde. Ja, wir werden sehen. Also Leute, bis zum nächsten Mal und bleibt dran und wir sehen uns im nächsten Game-Test-Video oder Let's Play, was auch immer ihr von mir als nächstes angucken wollt, wenn ihr überhaupt was von mir anguckt. Ja. Das war Epic Satz des Jahres. Also sehen wir uns im nächsten Video. Tschüss.